vorher gesehen, 655 Jahre gelungen gehabt. Also wir werden heute die 800 Teilnehmer mal dazu bewältigen. Teilen Sie sich die Kraft ein. Staffelläufer, 4x 1,9 Kilometer, Übergabe nach dem Start, Zielbogen. Einer von diesen Läufern, die in 9 Bundesländern stattfinden. Er besteht aus 28 Veranstaltungen und wie gesagt, der Weinraubenlauf ist die 15. Veranstaltung heuer beim österreichischen Volkslaufcup. Sportclub Ruppersdahl darf ich alle Läuferinnen, alle Läufer recht herzlich begrüßen. Noch einmal 5 Kilometer, 10 Kilometer Lauf heute, 5 Kilometer Nordic Walking und Staffelläufer 4x 1,9 Kilometer. Für die Staffelläufer ist es wichtig, nach circa einem Kilometer geht es dann wieder Richtung Ortschaft. Das heißt, passen Sie auf, dass Sie da nicht eine 5 Kilometer Runde dann zu bewältigen haben, also nach rund einem Kilometer geht es für die Staffelläufer bereits wieder in die Ortschaft Richtung Sportplatz herunter. Für die Jugendlichen und Internationalen Leichtathletikverband zur Vorschrift, das heißt, beim Startschuss wird die Zeit begonnen und beim Einlauf ist es dann die Zeit, die Bruttozeit, die gemessen und gewertet wird. Firma Watzinger. Also wir werden von vielen Unternehmungen aus der Umgebung, von den Banken, von der Gemeinde unterstützt, weil nur so ist es möglich, diesen Lauf in dieser Größe abhalten zu können. Habe bei mir schon erwähnt, die Veranstaltung kann nur stattfinden durch viele Sponsoren und Gönner. Einen habe ich jetzt gerade bei mir, den Prokuris Groß von der Sparkasse Kirchberg am Wagram. Also bei ihm muss ich sagen, wir haben ihn seit Anfang an immer begrüßen dürfen, aber heute das erste Mal, dass du sogar mitläufst. Uns auf jeden Fall, dass Sie uns wirklich hilfst. Auch diese Stimme wird jetzt das eine oder andere Mal hören. Hallo, darf mich auch kurz vorstellen, ich bin der Martin Walzer, wie gesagt, aus Ruppersdahl und wir werden gemeinsam die Moderation vornehmen. Ich werde mich hauptsächlich aufs Sportliche konzentrieren, das ist das, was ich eher kann und werde die Läuferinnen und Läufer mit Namen, möglichst so viel wie möglich mit Namen nennen, wenn sie da bei uns durchlaufen bzw. ins Ziel laufen. Internationalen Ruppersdahler Weintraubenlauf. Mein Kommando gilt jetzt. Auf die Plätze, fertig! So, ein neuer Teilnehmerrekord. Feuern Sie die Läufer an. So, da im Startzielbereich aufpassen, da liegen die Matten ein bisschen wirr herum, dass sich nicht jemand verletzt. So, wir werden in rund 10 Minuten dann die ersten Läufer von den Staffelbewerben hier im Startzielbereich haben. Wie gesagt, ideale Bedingungen zum Laufen. Und zwar das Fahrzeug mit der Nummer W66 207X.
und das Fahrzeug ME Miesenbach 897 BB. Franz, was tun Sie da? Der Verein ist ja mittlerweile schon in höheren Sphären. Ja, es freut mich erstens einmal, darf ich da gratulieren zu der tollen Veranstaltung, was du immer wieder in Rupperstal bewegst. Und was da kommt schon der dritte von 5 Kilometern auf, mit der Startnummer 615 vom Laufbrechmühlen. So, der Bauer Thomas ist auf die zweite Runde gegangen, Startnummer 158 HD Sport. Von Hermann ist, hat den dritten Platz erreicht. Nach der Reihe kommen jetzt die 5 Kilometer Läufer. Aber es kommt doch schon der erste vom 10 Kilometer Lauf zurück. Mit der Startnummer 438. Der SC Zwecke. Und die erste Dame beim 5 Kilometer Lauf kommt die Sophie Grabner. Erste Dame beim 5 Kilometer Lauf, Sophie Grabner, nicht anders zu erwarten, eine der besten Nachwuchsläuferinnen von Niederösterreich, wenn nicht sogar vom gesamten Ostösterreich. Super, gratuliere! Alexander führt momentan beim 10 Kilometer Lauf dicht an den Fersen von Stitzgerd. Stitzgerd folgt ihm. Stitzgerd, ein Urgestein der Läuferszene, läuft mittlerweile in der Altersklasse M55, ist aber immer noch so schnell, dass er bei uns den zweiten Platz hat. Und beim heutigen Wien-Marathon hat er, war er schnellster Österreicher in seiner Klasse. Alex Winze mit der Nummer 614 kommt ins Ziel. Der Sieger des zweiten Weintraubenlaufes. Der schnellste Rupperstal über 5 Kilometer, der Tobias Eggenfellner, ist auch schon im Ziel. Ulzehorn, Amsys, Alois kommt ins Ziel, läuft aber 10 Kilometer, eine Runde muss er noch absolvieren. So bitte nach dem Start-Zielbereich macht es die Strecke wieder etwas breiter. Dass wir da die Läufer nicht behindern. Boris Leopold hat die ersten 5 Kilometer geschafft. Der Bus Sebastian führt den 10 Kilometer Lauf und Alexander ist Zweiter. Amila Nitter kommt mit der Startnummer 525. Die schnellste Rupperstalerin kommt gleich ins Ziel. 50 Meter noch, hopp hopp Anita. Immer für einen Platz. Immer für einen Platz, gut. Neustift Nummer 543, einen Zinssprint bitte! So, und der Thorsten links, das Team, das Weinviertlerhaus, beiß rein, die letzten Meter, Übergabe. Veronika Limberger kommt zum Ziel, hat gestern den 54 Kilometer Bergmarathon den vierten Platz erreicht. Mit der Nummer 224, Ulzehorn, Grabner. Der Barbara kommt jetzt ins Ziel, beziehungsweise kommt zu den ersten 5 Kilometern, läuft noch eine Runde. Fellner, Florian kommt ins Ziel, kommt auf, gleich hast du es geschafft. Alle Läufer, es kommen so die Läufer, man kann kaum alle ansagen, aber wir versuchen zumindest einige zu nennen. Oh,
Keller Junior Nummer 582. Sprintet ins Ziel. Er heißt Stefan war der schnelle Bursche mit der Nummer 587. Kommt der nächste junge Mann. Ich sehe Ebersberg Andreas SV Gablitz. Super Leistung. So das Team aus Neustift. Zweiter Läufer, Prokuris Groß, gibt alles, wie gesagt, immer hier bei uns beim Endraumlauf anwesend. Unterstützt uns immer tatkräftig, auch finanziell die Sparkasse. Und jetzt das erste Mal, dass er auch mitläuft, Bert, Gratulation. David Knoll mit der Startnummer 6 kommt das erste Mal durch den Zielbogen. 5 Kilometer warten noch auf ihn. Startet für die Post übrigens. Wesentlich viele Läufer sind von der Post dabei. Unter anderem von der Zustellbasis Ziersdorf. Bernhard mit der Startnummer 166 kommt ins Ziel, beziehungsweise läuft das erste Mal durchs Ziel, 10 Kilometer läuft ja. Läuferinnen und Läufer holen sie lange los, kommen jetzt ins Ziel, es sind so viele, ich kann sie nicht alle nennen. Aber wieder ein Bier gibt's. Biegt um die Ecke und hat noch ungefähr 60 Meter zum Laufen. Birgit Hopp Hopp, ein Sprint. Sehr gut. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ist das Publikum noch hier? Ich habe gar nichts verstanden. Noch einmal, ist das Publikum hier? Genau, das ist super. Es ist ein bisschen eine kalte Temperatur, dadurch ist das Publikum etwas verhalten, aber trotzdem, das wird es noch werden. Ich darf einen der nächsten Sponsoren recht herzlich hier auf der Anlage begrüßen. Manfred Helfer, Firma Fabenhelfer aus Kirchberg-Rupperstall. Manfred, danke für die Unterstützung. Mit der Nummer 217, USC Langenlois. Applaus verdient. Super Leistungen werden erbracht. Franz kommt ins Ziel, läuft in USC Rupperstall. Sehr gute Leistung, gratuliere.
Nummer 498, im großen Bild von vorn läuft es schon, kommt es zu. Auch immer wieder zwischen den Staffelläufer. Ines ist schon lange im Ziel, läuft schon wieder aus. Startet immer wieder beim Uppertaler Wendrauflauf. So, für den Kinderlauf die Anmeldung in der Halle ist noch möglich. Start um 11.30 Uhr. Nummer 136. Hirschberg Friedrich vom EC Waldviertel läuft das erste Mal durchs Ziel. So, machen wir da nach dem Startzielpunkt wieder ein bisschen Platz, dass die Läufer da durch können. Nummer 497. Marco Florian von Abster von Veran kommt ins Ziel. Nächste Runde ist ein Uli, gib Gas! Uli, Uli! Herr Ludwig ist auch gerade durchs Ziel gelaufen, Nummer 176 von UIC Langenlois. Wir werden uns da hinten auch.
Martin Greif, den Sieger des 10 Kilometer Holzhackerlaufes. Der Sieger vom 10 Kilometer Lauf kommt sofort ins Ziel, Nummer 226 aus Slowenien. Der Sieger Nummer 226, 10 Kilometer Holzhacker, Rennrahmenlauf, aus dem Ziel. Eine tolle Zeit mit 33 Minuten. Vom 10 Kilometer Lauf kommt ins Ziel aus St. Pölten mit der Startnummer 158. Oh. Yeah. Bauer Thomas. Super, super. Super Zeit und super Tempo, passt. Den dritten Platz wird Steininger Wolfgang erreichen vom Louis Messer. Ganz locker läuft er herunter. Bravo, super! Sehr schöner Laufstil, schnell, ganz super. Michael Alexander kommt die Straße herunter. Komm Alexander, gib Gas. Fünfter Platz. Gerhard kommt, Schlitz-Gerhard, der Sieger des ersten und dritten Wandrobenlaufes. Gerhard, gib Gas, du schaffst es, nicht nachlassen. Hinter dir ist wer. Aber der Gerhard lässt nichts anbrennen. So, unser Kollege mit dem Einrad ist gestartet. Er wird auch 10 Kilometer heute mit dem Einrad bewältigen. Der Nummer 184 kommt der nächste Gast aus Slowenien, Lauf aus Slowenien ins Ziel. Kralil Stanislav. Selbitem. Steininger Wolfgang und den Bauer Thomas. Kurz bitte zum Startzielbogen. So, der Steininger Wolfgang. Bauer Thomas, bitte kurz zu mir her. Für das Siegerfoto. Mit der Nummer 101 kommt der nächste 10 Kilometer Läufer ins Ziel von den LC Wienerwaldstrecken. Es ist der Radar Zarald. Kanzler Katrina hat sie wieder mal schön gespielt. Wie war das Wetter? Wie war das der gesamte Eindruck vom Lauf? Ja, das Wetter war das Laufen eigentlich perfekt. Also die Temperaturen passen, es war ein bisschen windig, aber das ist kein Problem. Die Strecke ist hügelig, anspruchsvoll, aber ja, es passt schon. Hammer, von den Attraktionen, glaube ich, gibt es ja die Uhr dann Trommeln. Wie motiviert einem das beim Laufen? Ja, das ist sicher motivierend auf so einer Strecke. Da rennt man dann gleich ein bisschen schneller, das stimmt schon. Sehr gut, Gratulation zum zweiten Platz beim Ruppertaler Wendraumlauf über 10 Kilometer. Gratulation.
Schramberg Roland, Nummer 246, Kistental Ranners ist im Ziel. Des 10 Kilometer Laufes. Meier Ball, alter Bekannter, Betonung mit der Falk, ist gleich im Ziel, super. Die erste Frau kommt sofort ins Ziel mit der Nummer 146. Die Dampermeier Katharina Abster von der Ram. Super. So, für alle Läuferinnen und Läufer, die Chip-Rückgabe ist in der Halle. Also auch all jene, die sich online angemeldet haben und haben die Startnummern und den Chip im Zelt geholt, die Rückgabe ist in der Halle. So, wir haben heute ganz was Besonderes da, Weißbier, aber alkoholfrei von Erdinger. Ich habe einen Vertreter da, der Georg ist da, es ist angerichtet quasi, alkoholfreies Bier, was ist das ganz Besonderes? Nummer 214, der Lina Ali kommt ins Ziel, das ist kein und wir haben damit auch schon ein das heißt, ich setze direkt die Mitbewerber zum Getränk. So kann man sagen, ja. Gut, alles klar. Also kosten Sie das alkoholfreie Weißbier von Erdinger hier rechts neben dem Stadtzielbogen. Jetzt gibt es eine Wertneuheit. Das Erdinger alkoholfreie gibt es in Österreich seit diesem Jahr auch in Dosen. Und das können Sie kaufen beim Villa M3SM-Markt und hat den Vorteil, wenn Sie es irgendwo mitnehmen möchten, dann steckt Sie es im Rucksack rein und dann ist die Sache erledigt. Ja, perfekt. Also an alle Sportler, hier gibt es das alkoholfreie Weißbier von der Firma Erdinger. Danke, dass Sie ausgerückt sind. Schneider Anna-Maria mit der Nummer 196 LCKW Havel erreicht gleich das Ziel und ist die dritte Dame des 10 Kilometer Hauptlaufes. Gratuliere! Natürlich ist bei uns für Essen und Trinken bestens gesorgt. Wir haben natürlich direkt neben den alkoholfreien Erdinger Stand das perfekte Murauer Bier, da gibt es ein bisschen ein Gas drinnen. Also Murauer, vice versa, Erdinger, alkoholfrei. Grabner Barbara, die Mutter von Grabner Sophie, der Siegerin des 5 Kilometer Laufes. Susi gibt Gas, genau, ein Sprint. Wichtig ist immer Sprint. Da kann man auf der Strecke langsam sein, aber vor dem Ziel muss man sprinten fürs Publikum. Der Nummer 74. Gersbauer Fein zu UC Langenlois ist gleich ein Ziel. Auch er gibt nochmal alles. Tarek Ludovic. Dann machen wir mal bitte machen wir wieder die Strecke nach dem Zielbogen frei, dass da die Läufer auslaufen können. Lisa Alexander aus Stockerau mit der Nummer 2 ist soeben, oder kommt gleich ins Ziel, nur mehr wenige Meter. So, ich habe da das Ding, das Weinviertlerhaus, der was als letztes gelaufen ist, der Baumeister Martin Ehrer in Ruppersdal, kennt da jeder, die Firma Watzinger. Martin, eher sonst bist du auf die Baustellen, fährst mit dem Auto, heute erst rennen müssen, wie ist der Ganger dabei? Ja, ist super gegangen, die 2 Kilometer haben wir geobert dran, so wie wir Haus bauen, dann nehmen wir das auch.
Sehr, so soll es sein. Alles klar. Herzliche Gratulation. Ich glaube, es war eine gute Zeit. Der Torste, der Martin, die Corinna und der Johannes sind für das Sven-Viertler-Haus heute gelaufen. Und der Nummer 170, der Manuela ist. Martineder Josef, Nummer 42, kommt ins Ziel. Relativ gezeichnet, aber er hat es geschafft. Ganz herzlich auf der Anlage darf ich auch begrüßen den Manfred Schmudermeier, Firma Aquarena. Der ist der Geschäftsführer der Firma Aquarena, verantwortlich für die Spezialrutschen, die sie international sehen. Loopings, er war der Erste, der ein Looping mit einer Wasserrutsche gebaut hat und hat sie auch selbst als erster Mensch quasi getestet. Manfred, danke für die Unterstützung des Rennraumlaufs. Ludwig Lehr kommt ins Ziel. Super, Ludwig. Und mit der Nummer 131, Pfeiffer Marco, ebenfalls Langenlois. Gratuliere. Bernhard mit der Nummer 166 ist gleich im Ziel. Ein Sprint bitte. Sehr gut. Mit der Nummer 16 macht Hetti Michael in der Sportgruppe. Nächste Läufer für die Post David Vorwärts. Nummer 180, Ruf Martina, Lauftreff voller Boden. Hat es gleich geschafft. Baumgartner aus Winterruhe, Zirkus von Freiburg. Zerribacher Peter, mit der Nummer 109, Lauf Land und Lauf. So, zur Technik, Sebastian, die Lautstärke im Zelt bitte etwas herunterdrehen. Pfeiffer Michael, ich bin Joel Schlechert. Ja, ganz herzlich, ich habe ihn heute noch gar nicht begrüßt, aber seit zwei Stunden verrollt er uns musikalisch. Der DJ Running Alex, also er gibt wieder alles, wir werden es dann sehen, er hat immer zur richtigen Zeit das richtige Lied, vor allem da beim Kinderlauf kann man sicher auf ein paar Schnäppchen, ein paar gute Highlights freuen. Nummer 245, Bats Franz, der Supersprint, sehr gut. Das ist was fürs Publikum. Nummer 14, Langjürgen. Lauf das Graf weg. Legt dann Sprint hin. Hopp! Kubica Eva holt sich Sparkasse Langenholz. Das ist gleich im Ziel des 10 Kilometer Laufes. Ja.
Sie Schmidt hier haben. Von der Personalverrechnung vom BSC verrechnet Personal. Ein Einradfahrer ist wieder da. Das ist ja voriges Jahr. Hat er, glaube ich, den Streckenrekord aufgestellt auf dem Einrad. Und bei der Preisverleihung hat er dann einen Karton Wein bekommen. Ist er leider Gottes hingefallen. Lieber Alexander mit der Nummer 45 kämpft sich ins Ziel und hat es gleich geschafft. Seiser Hermann ist vom Marersdorf, kommt gleich ins Ziel des 10 Kilometer Laufes. Wenn der Retro-Look auf Adiro trifft, schreit's noch zu Cassius und Lilly Lippenstift. Es ist der Lidschattenbrick, der die Männer verzückt. Ich bin natürlich wieder am Ende tolle Leben dran und ich bin wirklich überwältigt und freue mich, hier in Rupperswald verantwortlich zu sein und es ist wirklich schön. Wie das Kommando lautet. Du hast die Waffe nach oben. Das Kommando gilt. Auf die Plätze. Fertig. Ja, wir sind da raus. Wir sind da bekommen eine Medaille. Die Medaille wurde gesponsert von Jordan Kerker. Also alle Kinder bekommen eine Medaille. 108, die Schleifmarie von Königstetten. Und die Kurve laufen, Kinder. So, beeilt euch. Und dann unsere Jüngsten. Sparen Sie bitte mal Applaus nicht. Ups, den letzten Meter. Geht schon. Nach einer Runde ist es für die Miniläuferinnen und Läufer vorbei.
So, applaudieren wir weiter. Feiern wir die Jens Kahn, Zwini Weintrammler, Wien Rupperswey. Hintermeier Theresa ist gerade ins Ziel gekommen. Weiß Alexander, mein Sohn ist auch im Ziel. Also es sind, glaube ich, alle im Ziel, alle in der Familie Weintrauben. Es ist ganz wichtig, dass wir den Startzielbereich freimachen, weil für diese 1000 Meter müssen unsere Läuferinnen und Läufer zwei Runden bewältigen. Also machen wir wirklich das frei. 934 noch. So. Der Schick fährt. So, die Eltern und Zuseher sports nicht mit dem Applaus. Das Kommando gilt jetzt. Auf die Plätze, fertig! Nummer 983, der Bozek Fabian, jetzt in der Waldschnitt. Und der Adler Team, auf der 1. So, feuern wir sie an, auf in die zweite Runde. Voll Elan. Sehr gut, super. Hopp, hopp, hopp. Die erste Runde ist gleich geschafft. Starten wir für die zweite Runde. Ein Riesenstarterfeld. So, mit 989, die Laura Meyer ganz schnell unterwegs heute. Bitte einteilen. Es sind zwei Runden verlaufen, nicht zu schnell. Und mit 948, Aline Wunderer, die Hälfte ist geschafft, Aline, gib noch einmal Stopp. So, hopp, hopp, mit der Nummer 963. Neue Schaffin aus Graz, die erste Runde absolviert und ich sehe schon, die ersten Kinder von der zweiten Runde kommen. Ein Wahnsinns-Tempo bringt die vor. Na ja, das sind glaube ich nur 4 Minuten. Und die Nummer 93. Ja, so, wir haben jetzt noch schon den Gewinner des Junior Weintraumlauf. Der Nummer 1 ist das. Der andere Isabelle kommt gleich, schnellste Dame, wollte ich sagen, schnellstes Mädchen. Der andere Isabelle, eine Superläuferin. Und tolle Leistung. Schon die nächsten Kinder. Super. Unter 4 Minuten. Super. So, applaudieren wir noch einmal kräftig. Die Kinder geben alles. Super, ihr seid alle gut. Ganz super, ihr habt es gleich geschafft.
das der Final Countdown. Super. Bravo, Laura. Dani, was will? Komm, was ist das? Super, Bravo. Letzter Sprint. Carica, super. Nicole, Hermann, Nicole. Bravo. Barcelona, es ist gleich im Team von Bierbauer, was Bornsteiner, Laura, es wird klar. Dann ist er noch. So, die Kinder laufen ins Ziel und es scheint die Sonne. Wunderbare Wettersituation. So, jetzt bitte noch einmal kurz weg, es kommen noch einige Läuferinnen und Läufer. Wir haben dann ein bisschen Platz. Wunderbar, Aline, was muss weiter starten? Aline Wunderer als nächstes hier auf der Startzielgeraden. Aline, die letzten Meter. Wunderbar. Sehr gut, Aline. Es kommen noch ein paar Kinder. Und für die nächsten Zielläufer haben wir Kollegen die richtige Musik. Hummel, die und die aus Kirchberg. Du hast es geschafft, super. So, so wichtig sind alle Kinder im Team. Alle sind gut auf. So, der 13. internationale Weintraumlauf ist von der sportlichen Seite her somit beendet. Ich möchte das Dankeschön aussprechen, dass wir die Veranstaltung wieder in dieser Art und Weise abhalten konnten. Ich würde sagen, das verdient einmal einen Applaus, unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer. Circa 150 Personen sind seit vorigen Samstag hier unterwegs, um diesen Lauf, einen der größten in Ruppertal, von den Volksläufen in Österreich, von den Volksläufen her. Wir sind bereits vor einigen Jahren mit dem goldenen Laufschuh von Runnels World AT ausgestattet, ausgezeichnet worden. Das bedeutet, wir sind hier ein Lauf unter den 5 bestorganisiertesten von 700 in Österreich. Herzliches Dankeschön dafür. Heuer wieder ein neuer Rekord, über 800 Läuferinnen und Läufer am Start, inklusive der Mini- und Juniorenläuferinnen und Läufer. Also auch da möchte ich sagen, danke für das Vertrauen, das uns die Läuferinnen und Läufer jedes Jahr schenken und so zahlreich hier in Ruppertal ankommen. Dankeschön.